Radio Pilatus. Am Puls am Mittwoch. Der Gesundheitstipp am Mittag von Fachleuten aus unserem Luzerner Kantonsspital. Und da höre ich gerade selber sehr, sehr gut hin. Es geht nämlich um ein Problem, das ich selber sehr gut kenne, Nicole Marquardt. Heute geht es um Rückenweh. Rückenweh ist eine Volkskrankheit. Die meisten kennen es. Die meisten haben mindestens einmal im Leben Rückenweh, sagt Brigitta Stocker, fachverantwortliche Physiotherapie am Luzerner Kantonsspital. Es ist eine sehr häufige Erkrankung. Es ist die häufigste Erkrankung im muskuloskeletalen Bereich. Es ist so zwischen 85% und 90% der Menschen erleben einmal im Leben Rückenschmerzen. Warum das so ist, weiss man nicht. Man weiss eigentlich bei 80% der Rückenschmerzen die genaue Ursache nicht. Es könnte Muskulatur sein, Bänder, Gelenke, ganz viele Strukturen am Rücken, die Schmerzen sein können. Aber in der Regel kann man es nicht genau sagen, was wirklich den Schmerz verursacht. Bei den meisten geht es wieder vorbei, so wie es gekommen ist. Wenn es aber nach 4-5 Wochen nicht besser wird, dann soll man zum Arzt. Der verschreibt dann meistens eine Physiotherapie. Der wichtigste Behandlungsansatz ist immer Bewegen, Übungen, Krafttraining. Dann kann man auch manuelle Therapie, wo Gelenksmobilisationen oder Tonusveränderungen oder Information ist auch sehr wichtig, dass die Leute Bescheid wissen über das Problem, dass es eigentlich etwas Gutartiges ist und in der Regel auch wieder weggeht. Wichtig da ist dranbleiben, Sport, bewegen und seine Übungen machen. Das Ziel ist, dass die Leute wirklich Selbstmanagement erlernen und gut wissen, wie sie mit dem Problem umgehen und auch anschliessend ihre Übungen oder ihr Training weiterführen. Auch im Alltag, im Büro zum Beispiel, da könnt ihr einiges machen für den Rücken. Es ist ganz sinnvoll, nicht zu lange zu sitzen. Sitzen ist für unseren Körper oder vor allem für unseren Rücken nicht eine geeignete Position für lange Zeit zu halten. Also alle 4 Stunden mal den Rücken durchbewegen, Beugen, Strecken, drehen. Oder aufstehen, etwas machen, das ist am sinnvollsten durch den Tag durch. So die Brigitta Stocker, fachverantwortliche Physiotherapie am Luzerner Kantonsspital. Bis nächste Woche zu Ampuls am Mittwoch. Der Gesundheitstipp von Fachleuten aus unserem Luzerner Kantonsspital.